So, servus Leute und willkommen zurück bei einem neuen Video auf Weibo Gaming. Wie ihr seht, da ist Minecraft und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt ein Minecraft Let's Play machen. Derzeit noch alleine, ich weiß nicht, vielleicht mache ich irgendwann einmal ein Projekt mit einem Freund. Und ja, ich fange jetzt einmal an. Ich benutze das Texture Pack Faithful. Das ist so wie das Standard Texturen Pack, nur ein bisschen eine höhere Auflösung. Gebatcht müsste es sein und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen das Ganze mal auf Survival, so wie Minecraft schon von Anfang an war. Play Map. Ich habe noch zwei Mods installiert, so. Mit einem habe ich mich überhaupt noch nicht befasst, eigentlich mit beiden habe ich mich überhaupt noch nicht befasst. Ja. Yeah. Zum einen ist da oben die Minimap, Race Minimap. Und zum zweiten, das hört man jetzt noch nicht, ist Matmos. Glaube ich halt, dass das ist, mit den Sounds. Jetzt am Anfang wird es noch ein bisschen ruckeln, bis es sich gewöhnt hat. Bis es sich bei 50 FPS eingefunden hat. Derzeit rendere ich das Ganze noch mit Windows Movie Maker jetzt ernsthaft. Bis ich mir dann PowerDirector 11 gekauft habe. Kostet um die 80 Euro. Beim nächsten Taschengeld werde ich mir das dann kaufen. Damit ich dann auch... Ja, der Sound müsste passen. Wenn nicht, tut's mir leid. Dann müsste dann auch noch ein bisschen bessere Qualität geben, wenn ich dann wirklich geiles Programm habe. Ich habe jetzt gerade die Testversion. Ich rendere das jetzt nicht damit, weil... ja, da ist am Anfang eh nicht lang, nur die ersten paar Sekunden oben in der Ecke so ein Logo, ne Logo nicht, aber halt ein Zeichen, dass das die Testversion davon ist. Und mir kommt mal vor, dass das bei der Testversion ein bisschen schlechtere Qualität ist, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann, weil das eigentlich das Markenzeichen, also halt auszeichnet, ob man das jetzt kauft, das Programm oder nicht, aber ist egal. Und ja, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen Holz geholt. Wenigstens spawnen in einem normalen Biom. Das finde ich schon mal akzeptabel. Ich spiele auf der Version 1.4.7. Also, ich glaube, müsste die aktuellste sein. Ich habe das nämlich gerade vorhin geupdatet. Also, sollte alles auf dem aktuellen Stand der Dinge sein. Jetzt sind wir gleich wieder mit. Bei der Minimap muss ich noch irgendwas umstellen, glaube ich. Irgendwann einmal. Bis zur nächsten Session mache ich das dann. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade machen. Hab's vergessen. Und ja, soll man machen. Jetzt will ich nicht mehr aufhören. Noch mit neuen Folgen später. Jetzt brauche ich da gerade in so einem guten Biom. Stopp. Hallo? Danke. Ich habe gestern eine Runde gespielt, das hab ich aufgenommen. Also ich habe wirklich nur diese 12 Minuten da gespielt. Da waren auch so viele Hühner und da ist Lehm, geil. Habe aber kein einziges Schwein oder Kuh gesehen. So. Brauche jetzt dringend Stein. Habe jetzt ja einen neuen Computer. Finde ich wirklich geil, dass ich da mit 50 FPS konstant aufnehmen kann während der Aufnahme und Mods. Ich würde es eigentlich gerne wissen, wie das dann mit dem Shader Mod und Optifine und alles mögliche dann noch ist. Aber das will ich nicht verwenden eigentlich. Nur das reine Interesse, wie das dann laufen würde. Also die Geräusche finde ich lustig. Der Mod ist wirklich cool. Aber ich glaube, wir werden noch Optifine werde ich noch installieren. Schon aus dem Grund, dass man dann weiter sehen kann. Ja, die
Schiffvögel. Bom. Sauber. Auf. Da bin ich den Tisch. Da gehe ich nicht mehr rein. Werde jetzt da eine Schaufel bauen und mich da das Leben holen. Vielleicht brauche ich das irgendwann einmal. Lalala. So. Da, und da kann man schon mal lassen. Bauen wir dann gleich die ganze Grundausrüstung. Die aus Stein benötige ich schon. Ich finde es nur sinnlos, wenn man dann am Anfang alle Sachen aus Holz baut. Die sind dann nur nervig im Inventar. Meistens, die vergisst ihr dann sowieso wieder wegwerfen. Ist das alles gewesen? Ernsthaft? Da ist noch was. Da ist auch noch was. Oh, das ist Boden. Stein wollte ich eigentlich sagen. Da ist noch Lehm. Das ist Sand. Na, das ist auch Lehm. Warum erkenne ich das nicht? Aus dem Grund, weil ich da jetzt sowieso nicht mehr herkomme, kann ich da jetzt eh Wirtschaft machen. Ich denke einmal, dass das alles Lehm ist. Können wir da nicht. Okay, jetzt. Jetzt sieht man deutlich, was Lehm und was Sand ist. Obwohl ich ernsthaft zugeben muss, dass ich noch nie. Seit dem Minecraft Spiel. Das ist jetzt seit Beta 1.5. Noch nie ein Lehmhaus gebaut habe. Und so als Nebeninfo, das Call of Duty Modern Warfare 1 Let's Play wird auf jeden Fall pausiert. Ich habe da nämlich 4 oder 5 Parts verloren. Die was noch auf einem alten Computer waren, die ich dann versehentlich gelöscht habe. Dazu irgendwie gerade überhaupt keine Lust mehr, das zu spielen. Ich habe auch. Geil. Ich gehe jetzt einfach noch eine Minute entlang oder so. Dann fange ich an, mir ein kleines Haus zu bauen. Ich gehe in die Richtung. Siehe auf der Map. Wohin ich gehen kann. Oh, Apfel, Apfel, schnell. Der bringt, ich glaube, nur eineinhalb. Eineinhalb. Einige Schulkollegen oder ein paar zumindest schauen auch ab und zu mal auf meinen Kanal vorbei. Die regen sich teilweise auf, dass ich so gemischt rede, also mit meinem Dialekt und Deutsch, also Hochdeutsch. Und ja. Ich will jetzt aber auch nicht irgendwie so ganz in meinen Dialekt abfallen, aber auch nicht ganz Hochdeutsch reden, weil ich mir dann eigentlich komisch vorkam. Teilweise. Könnt ihr ja mal probieren. Für einen Part lang. Wow. Das ist eine geile Ausbeute. Oh, da waren zwei. Geil. Komm, 10 gehen schon. Come on. Da, 10. Mehr brauche ich jetzt im Moment noch nicht. Was sind überall Hühnchen? Komm. Habe ich wenigstens was zu essen. Aber warum droppen die ein Ei, wenn ihr die tötet?
Wann ist das denn? Okay, doch nicht. Nicht immer. Nicht immer. Aber ich denke, werde ich. Sonst wird die auf 130 stellen. Okay, 130 ist jetzt irgendwie schon. Ich werde jetzt ein bisschen rumexperimentieren. Ja, ich gewöhne mich dran.